Eine beeindruckend alte Eichenallee führt von Fromburg nach Bludowo. Im Wechselspiel von viel Schatten und wenig Licht kommt man in die kleine Ortschaft. Das Jagdhaus liegt am Dorfrand, welches schwerpunktmäßig von kleinbäuerlicher Landwirtschaft geprägt ist. Das Dorf liegt aber Mitte Revier und bei der Luftbildaufnahme sieht man deutlich die Revierstruktur mit ständig wechselnden Feldfrüchten, Wiesen, Hecken und Buschinseln. Also ein ideales Rehwildbiotop. Bei traumhaftem Wetter haben wir unsere erste Frühpirsch. Ich begleite Ina mit der Kamera. Ina bezieht eine kleine Ansitzleiter und freut sich darüber, den fleißigen Storch bei der Arbeit beobachten zu können. Nach einer halben Stunde möchte unser Jagdführer Tomek den Platz wechseln, da er auf der anderen Seite der Allee einen älteren Bock bestätigt hat. Wir gehen zurück zu Tomeks Auto, um schnell umsetzen zu können. Dort angekommen, werden wir mit der ersten Problematik konfrontiert. Die Bauern haben Hochsaison und mähen nahezu rund um die Uhr die Wiesen. So auch die Wiese, die Tomek als Ziel ausgewählt hatte. Aber weiter zur nächsten Wiese, auf der auch schon Rebel steht. Das Stück am Rande, ein junger Bock, zieht in den angrenzenden Heckenstreifen. Und wie wir die Wiese ableuchten, werden wir mit der zweiten Problematik konfrontiert. Der Bewuchs ist deutlich höher als in den anderen Jahren Ende Mai. Der ältere Bock ist in dem hohen Gras zwar auszumachen, aber aufgrund des Bewuchses und den dahinterliegenden Häusern ist am Schießen überhaupt nicht zu denken. Der zerrissene Boden macht deutlich, wie lange es keinen Niederschlag mehr gab. Aber mein Vater hatte Weidmannsheil. Wir haben mehrere Böcke angepirscht und bei schönstem Sonnenlicht und dann auf der Pirsch stehen geblieben. Also auf 50 Meter und wir haben nicht in Ruhe, aber auch nicht in allzu großer Hektik den Bock aufgebaut und fliegen lassen. Dann sind wir rumgefahren, wir haben noch eine ganze Menge Wild gesehen. Ricken und eine dicke Ricke und eine, die abgelegt hatte. Nach der Jagd genießt man das reichhaltige Frühstück. Wir werden reichlich und köstlich im Jagdhaus versorgt. Herzlich willkommen und Grüße aus dem Ermland, aus dem Revier Orlik. Sie müssten das Revier wiedererkannt haben, wenn Sie unser Videotagebuch verfolgen. Im August bin ich immer mit einer Gruppe hier und filme zur Blattzeit. Na, nun wollen wir mal im Mai filmen und schauen, was es da so mit sich bringt in diesem Revier. Was wir feststellen können, jetzt sehr schwierige Jagd. Durch diese Hitze, durch die lange Trockenheit ist die Vegetation explodiert. Die Wiesen 1,50 Meter hoch, das Getreide schon voll da und auf der anderen Seite wird viel landwirtschaftlich geackert bzw. gemäht und gepresst. Also Unruhe auf der einen Seite, auf der anderen Seite viel Deckung fürs Wild. Das macht die Jagd schwierig, aber so natürlich auch spannend. Also das müssen Sie unbedingt weiterverfolgen. Denken Sie dann auch an das Gewinnspiel und damit Sie keinen Film verpassen, ist es immer gut, wenn Sie sich als Abonnent anmelden. So werden Sie sofort informiert, wenn der nächste Film erscheint. Gewinnspiel, Abonnement, das finden Sie auf unserer Internetseite. Dann bis morgen. Weidmannsheil.